Yay. Okay, ich bin wieder hier. Ich habe diesmal was total Riskantes gemacht. Gut, diesmal habe ich es geschafft. Zack, hier kommt nur ein Pilz raus, glaube ich. Yep, nehme ich aber trotzdem mit. Ja, glaubst du kaum, dass ich da direkt auf dich drauf springe, was? Hat wohl nicht ganz geklappt. Okay, das Cape ist ja echt wichtig in dem Level. Ah, jetzt hätte ich springen müssen. Okay, abwarten und zack. Zack. Hä? Wie? Wie denn? Also ich habe eine Idee, aber das ist nicht gewollt. Komm, ernsthaft jetzt? Hey, was zur Hölle? Ach ja, ich habe hier einen Checkpoint. Aber warum bin ich jetzt mit Mario hier drin? Ich glaube, ich bin gerade maximal verwirrt. Ja doch, ich bin maximal verwirrt. Ich muss ja eigentlich mit Mario hier rein. Das ist vollkommen richtig eigentlich. Fünfmal rein? Ich check das nicht irgendwie. Ich dachte, das ist 8. Shit! Holy shit! Ja, komm. 1, 2, 3, 4, 5. Komm schon. Ja gut, das ist die letzte Welt, die muss ein bisschen schwieriger sein. Das ist vollkommen logisch. So, ist das die Stelle? Ich glaube schon. Also. Ne. So, beim nächsten Mal. Ach, shit. Okay, ich mach's jetzt so, wie ich denke. Nein, es war so knapp. Nein, ich möchte die Spielleiste nicht öffnen. Nein, nein, möchte ich nicht. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Warum hat Windows so unnötige Features? Warum kann Windows nicht einfach ein Betriebssystem sein, das auf Leute ausgelegt ist, die einfach mit dem PC was Normales machen wollen? Wer braucht Xbox-Konnektivität? Wer braucht das? Es gibt keinen einzigen, der wirklich sein PC mit seiner scheiß Xbox verbindet. Was daran liegt, dass niemand eine Xbox haben will? Nein, natürlich nicht. Ja, direkt Karma. Karma in einem Nintendo-Spiel, weil man was Schlechtes über die Xbox gesagt hat. Das ergibt Sinn. Ach shit, ich habe kein Cape mehr. Ich habe Angst. Okay, ich warte. Oh shit. Nein, nein, ich will nicht. Resnor? Ja, es ist Resnor. Jetzt verschwindet der Scheißweg. Oh, zum Glück habe ich es beim ersten Versuch geschafft. Danke. Danke. Ach Mann. Ja, die Backdoor kann ich jetzt natürlich auch nicht machen.
weil es halt die Backdoor ist. Jetzt muss ich wieder abwarten, den ganzen Scheiß. Ich habe jetzt seine drei komischen Bälle da raus. Ich komme hoch. Gut. Da drüben kommt man, glaube ich, auch hoch. Irgendwie. Also mit Yoshi geht es auf jeden Fall. Ja, ist auch egal. Ist nicht wirklich sinnvoll, da hoch zu gehen. Zack. Du nervst mich nicht. So. Weil ich den Anlauf brauche. Ist mir jetzt egal, ob ich hier irgendwo getroffen werde, aber werde ich nicht. Beschwere ich mich natürlich nicht. Ich gehe hier runter einfach. Holy shit. Ich weiß, was man machen muss. Ich weiß es. Es hat eine gute Sache, und zwar, dass ich jetzt kein Secret Exit suchen muss. Aber die schlechte Sache ist, dass ich das Level nochmal komplett spielen muss. Und Yoshi behalten muss. Es ist eigentlich viel schlechter, so wie es jetzt ist. Ja, es ist schlechter, so wie es jetzt ist. Ich krieg Yoshi holen. Was auch nervt. Holy shit, ich kann mir nicht mal Yoshi mitbringen. Ich muss den von hier mit nehmen. Warum sage ich ständig holy shit? Das nervt. Jetzt habe ich extra Yoshi geholt. Es ist das Beste für dich. Deine Existenz war komplett sinnlos. Ich hasse mein Leben. Egal, mache ich erstmal Larry's Castle. Gut. Oh nein, nicht sowas, bitte. Ich hasse sowas. Okay, weiter geht's. Ich hatte jetzt genau an dieser Stelle gerade Pause gemacht. Für 3 Tage. Ich muss wieder hoch, zack. Ich hoffe mal, dass ich jetzt in der Zeit nicht aus der Übung gekommen bin oder so. Was soll ich denn da jetzt machen? Ja, probier's einfach nochmal. Holy shit. Wie soll ich denn da hochkommen? So auf jeden Fall nicht. Oh man. Gut, das wäre geschafft. Mit Yoshi holt man das da raus und man kriegt das Secret Exit. Das scheint eine Abkürzung zu sein. Yep, das ist eine Abkürzung zum Bosskampf. Ich aktiviere nur kurz hier diesen Warp, keine Ahnung, ob das überhaupt was bringt. Ich mach's einfach mal trotzdem. Und jetzt mache ich wieder das Level. Und es ist angekommen, endlich. Ach so, kommt man da oben ran. Na klar. Böse.
Ich dachte schon, ich sterbe da jetzt irgendwie, dass ich da eingequetscht werde oder so. Komm. Oh Junge. Mach's nicht so spannend. Hier muss man sich wirklich mega konzentrieren. Ich denke mal, ich muss hier rein. Checkpoint oder so. Zack, zack. What the fuck, hier ist Kamek. Hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Ach doch, der war doch schon im anderen Castle mal dabei. Gerade so ein. Ach Junge. Das ist einfach. Töte Kamek. Und geh deinen Weg. Und ich brauche Kamek wieder. Kamek? Kamek-Hu? Ja, so weit oben bringt mir jetzt nichts. What the fuck? Junge Kamek! Einfach durch, los! Junge! Spring da zwei? Ne. Ich hab eigentlich überhaupt keine Zeit mehr zu warten. Holy shit! Okay! 40 Sekunden, komm. Oh nein! Nein! Oh. Warum ist das denn jetzt ein Bosskampf? Nein. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, was ich gesagt habe bei der ersten Castle. Ich finde, das ist mit der schwierigste Boss von allen. Und das Ganze muss ich jetzt revidieren. Sag mal, ich probiere mal was. Ah, hier ganz hinten ist auch einer. Das war eine schlechte Idee. Es ist aber möglich. Ich habe meinen Safe State gesetzt, weil es zu lange dauert. Diesmal bin ich sogar mit Power-Up durchgekommen. Ja! Perfekt. Hat zwar eine halbe Stunde gedauert, aber okay. Mario has defeated Larry Koopa in Castle 7. All that is left is Bowser's castle, where Princess Toadstool is being held. Can Mario rescue her and restore peace to Dinosaur Land?